10, 9, 8, 6, 7. Hä? Meine Katze trinkt gerade Tee. Carina? An der Stelle, Leute, mal ganz kurz, weil ich es immer vergesse, ihr könnt auch gerne abonnieren, das würde mich sehr freuen, falls ihr nicht gemacht habt natürlich. Und ein Like, einen Kommentar, ist auch mal super, macht den Papa glücklich. Und checkt gerne meinen Partner aus, Just Legends, der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Wusstet ihr, by the way, dass Trimax jetzt den Rekord gebrochen hat, dass er weltweit auf Platz 1 ist auf Twitch? Weltweit. Also der meist abonnierteste Twitch-Kanal ist Trimax. Von der ganzen Welt. Es gibt keinen einzigen Twitch-Account, der erfolgreicher ist als er. Verrückt, oder? Ein Deutscher kann man sich nicht vorstellen. So, es gibt auch immer, es gibt gerade die englischsprachigen Influencer, Twitcher, haben ja immer so einen riesen Vorteil, weil die ja viel, viel mehr Menschen erreichen im englischsprachigen Raum. Ich weiß nicht, wie viele Menschen auf der Welt Englisch sprechen, aber ich würde schon mal schätzen, keine Ahnung, 1-2 Milliarden? Und nein, allein weil, also vielleicht, das verstehen ja auch viele, die nicht englischsprachig sind, auch trotzdem die Sprache Englisch. Also am Ende, keine Ahnung, 6-7 Milliarden. Ich weiß nicht, wie viele Menschen Englisch können. Aber super viele Menschen. Also das heißt, eigentlich könnten die das viel besser erreichen, aber er ist Platz 1, kann man sich gar nicht vorstellen. Voll krass, aber nur weltweit. 60.000, 61.000, glaube ich, hat er Abonnenten auf Twitch. Das sind umgerechnet ungefähr 150.000 Euro, was der monatlich da jetzt da an dem ausgezahlt bekommt. Also richtig, richtig krass. Der Mann muss Kohle haben. Das ist so, bitte gib mir ein Zehntel davon ab, da wäre ich schon super glücklich. So viel Geld braucht man eigentlich gar nicht. Was geht ab, Zeus hier? Willkommen zu Nicht Süchtig, nee, willkommen zu Hungriger Hugo, Nicht Süchtig. Ein 9-Minuten-Video mit verrückten Ausschnitten aus YouTube und aller Welt und Memes und alles drum und dran. Ich bin gespannt, ob wir lachen müssen. Wir schauen mal rein. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Spielt Trimax noch Fortnite? Das ist ein alter Ausschnitt. Ich fall schon wieder runter. Wer ist er denn wieder? Der hungrige Hugo! Was ein Schwitzer! Scheiße, Platz 11! So verschwitzt er sich. Er hat irgendwie Headshots, schon wieder. Der Scheißfischreier ist schon wieder da. Aber ich will ihn auch nicht verscheuchen. 2 seconds later. Oh, mein Abgang, du Hund! Vielleicht müsst ihr gar nicht in den Zoo, um Tiere zu sehen. Es scheint, als gäbe es hier auch wilde Tiere. Das ist auch das Problem bei Serien, wenn die so alt sind, dass dann im Nachhinein... Meine Katze trinkt gerade Tee. Carina? Der Maron trinkt Tee. Darf er nicht? Nein. Hallo? Katze, willst du denn verrecken? Die Katze ist das. Willst du denn verrecken? Die Katze ist erstmal gefährdet. Riecht nach Schwarz. Was für ein Tee ist das? Schwarzer Tee. Oh Gott, schwarzer Tee. Ja, der wird richtig hyperaktiv sein jetzt. Na toll, der pennt heute nicht mal ein. Du musst aufpassen, wenn du sowas. Warum trinkt der das? Weiß ich nicht. Ich dachte, die Katzen mögen keinen Tee, hätte ich gedacht. Warum trinken der? Die mögen doch nur Wasser, hätte ich gedacht. Vor allem, das Ding steht ja schon ewig lang da. Plötzlich ist es interessant. Ist ja okay, aber. Machst du es zu am besten? Gestern, Leute, ich würde sagen, 12:30 oder so, klingelt mein Handy, mein Nachbar ruft mich an. Ich bin so, oh, war ich laut? Nee, Quatsch, ich habe Kopfhörer drin, kann nicht laut gewesen sein. Gehe ich so ran, sag so, hallo? Und ich war schon mal im Kopf, so, was könnte es sein? Will er mich einladen, dass wir unten eine Runde saufen oder was zum Geier will der jetzt? Und sagt der so, kann es sein, dass eure Katze abgehauen ist? Und mein Schild hat so voll Ping gemacht, weil ich war noch so, das Krino von uns mir meinte so, wo ist eigentlich Maron, wo ist der hin? Und dann war ich so, scheiße, ist der rausgelaufen oder was? Weil ich habe an dem Tag Plastikmüll rausgebracht, den Sack rausgestellt. Und beim Rausgehen muss der
rausgeschossen sein. Und normalerweise, also das machen die eigentlich nicht, weil die kennen die Außenwelt ja nicht. Also die stehen, also wenn die Tür offen ist, schauen sie immer noch raus und sind so, oh Gott, was ist da draußen los? Warum ist das so laut? Warum fahren da Autos? Warum bewegt sich alles? Das ist ein bisschen gruselig. Die trauen sich nicht wirklich. Aber scheinbar muss er sich da jetzt voll im Mut gepackt haben und ist zack raus und unter das Auto oder irgendwo hin, wo ich nicht gesehen habe. Und ich bin rein, Türe zu. Und habe nicht gecheckt, weil unsere Wohnung ist recht groß, dass der nicht mehr da ist. So, weil eine Katze ist ja mindestens immer zu sehen gewesen. Und scheiße, Katze weg, so. Und, Vor allem, ich habe es nicht verstanden, weil normalerweise, wenn ich ins Bett gehe, rufe ich die beiden. Und Maron kommt normalerweise eigentlich immer, Sammy nicht immer. Und dann ist er nicht gekommen und nicht gekommen und nicht gekommen. Und ich dachte mir so, ach, der schläft wahrscheinlich, der hört mich nicht. Und ja. Ja, vor allem, das ist arschkalt gewesen. Ja. Und dann war der ja sozusagen, also ich weiß, Müll rausgebracht war so 18 Uhr. Also ich schätze schon, dass er so 6 Stunden draußen war. Das muss ganz schön kalt gewesen sein. Und dann hat der wahrscheinlich bei meinen Nachbarn eben reingeguckt, so, hallo. Und der Nachbar war so, Türe auf und er ist sofort rein, weil klar, es war super kalt. Und ja, und dann war ich so, ja, ich hole ihn gleich. Ich habe meine Schuhe Erkan gezogen, habe ihn entgegengenommen, wieder reingetan in sein Haus und war nur so, Alter, was machst du denn? Und dann der Sammy, so niedlich. Der war wirklich so, Alter, wo warst du? Wo warst du? Ist da und bei Maron rumgeschnüffelt. Und Maron war immer so, es geh weg, lass mich in Ruhe. Wollte einfach nur schlafen, der war halt fix und fertig. Wollte einfach nur pennen, wollte der nur. Und der Sammy war so, hau, da bist du ja wieder. Hat auf ihn rumgedrückt und geschleckt und immer nur, hat schon irgendwann Schwanz lang gefangen. So, ich hau dich gleich. So, lass mich jetzt in Ruhe. Ich fand es so niedlich, dass er gleich seinen Bruder vermisst hat. So, ich dachte, ich bin jetzt ganz alleine hier mit den zwei Idioten. Das kannst du mir doch nicht antun. Ja, da muss man dann halt mal draußen lassen. Nie wieder mit den Katzen nach draußen. Ja, wir passen uns auf wie Schmitz Katze, das kann nicht sein. Vor allem der Maron macht immer so einen Scheiß. Selbe Story mit der Kiste, gell? Ja. Wo wir ihn ganz frisch hatten, ist er bei mir in meine Kiste reingehüpft. Wir hatten wegen Umzug und wegen Möbel aufbauen ganz viele so Kartons halt, wo unten im Keller so die alle weggeschmissen werden mussten und die passen halt nicht in die Papiertonne rein, die muss dann schon so zum Werkstoffhof bringen und dann ist er in eine von den Dingern reingesprungen und nicht dann so, ja, heute bringe ich den ganzen Papiermüll weg, lade es in mein Auto ein und irgendwann beim Einladen in mein Auto gucken mich plötzlich zwei Augen an und ich bin so, hä, guckt der Maron da drin, ich glaube, ich spinne. So hätte ich es nicht gesehen und schmeiß ihn da meinen Kofferraum rein. Das ist eine suizidgefährdete Katze, ey. Die Katze will nicht leben, die will sterben. Die frisst auch andauernd alles an. Sammy macht gar nichts. Sammy pennt den ganzen Tag. Sammy ist lieb, ja. Da ist er. Ja. Na gut. Und Maron immer, miau. Ich habe einen Bierdeckel gefunden. Miau. Ich habe was kaputt gemacht. Okay. Fiesales. Schauen wir weiter. Vielleicht Stress hier oder Langeweile, glaube ich eher, dass der ein bisschen Action um sein Leben braucht. Ich bin in der Zone jetzt, denke ich. Alter, wo kam denn der daher? Ich bin in der Zone jetzt, denke ich. Ach so, wir haben einen Blutfleck aus nicht gesehen. Kannst du es auch schon um 18 Uhr hochladen, weil meine Katze wird um 19 Uhr. Oh mein Gott! Was denn? Oh nein, oh nein! Was Schluss mit diesen Witzen! Dann könnte ich. Simon, was ist mit dir los? Meine Katze hat 19 Uhr eingeschläfert. Und der so lacht sich den Arsch ab. Oh Junge. Kommen Sie freiwillig runter oder müssen wir raufkommen? Ich check gar nichts mehr. Let's. Monte als NASA-Mitarbeiter. Go. 10, 9, 8, 6, 7. Hä? Hä? Wie kann denn das passieren? 10, 9, 8, 6, 7? Hä? Plötzlich aufwärts zählen und der Typ, der Kids sind so, was? Ab wann muss ich jetzt zünden? Ab 10 oder was? Von Absicht, oder? So lost kann doch kein Mensch sein. Extremsport mit Kevin Teller. Das Workout. Ich
Boah, hat der wirklich. Was würde ich nie machen? Das, da könnte mich nicht überreden, dass ich so einen Scheiß mitmache. Das macht wirklich live on stream mit Shisha rauchen. Das sind so typisch Mann, so, ich hab einen Bauch, guckt alle her. Wel, wir gaan er vandaag vanuit dat dat evenementen zijn die terug zullen kunnen. Dit is Amy, is echt niet ganz einfach in de mail. Nee, het is halt auch immer abhängig von den Aufsätzen, die du drauf hast. Was hat er hier hingetan? Ja, was ist das wohl? Was könnte das sein, Trimax? Keine Schlussfolgerung, Wichser. 81! IQ von 81 ist nicht unbedingt gut. Montes Weisheit der Woche. Wie macht man das eigentlich? Das habe ich mir noch gefragt. Wenn ich das Pack. Da hätte ich auch alles andere. Bruder. Wie fühlt sich eine Sucht an? Eine Sucht fühlt sich an wie eine Sucht. Toilette gehen, Häufchen setzen, 10 Minuten am Handy chillen, 15 Minuten Gameboy spielen und da brauchst du gar nicht abwischen, weil es schon von alleine getrocknet. Das sage ich aus vollster Überzeugung. Geld macht nicht glücklich. Die Leute, die sagen, Geld macht nicht glücklich, ich glaube, die haben noch nie viel Geld gehabt. Es ist einfach so. Das ist nicht so. Boah, das ist mal hart, wenn man sich irgendwo komplett widerspricht. Ich sagen muss in dem Fall, ich schätze mal, Geld macht nicht glücklich. Kommt drauf an, wie man Glück definiert. Wenn man Geld nutzt, um sich gewisse Träume zu erfüllen, beziehungsweise sich einen Lebensstandard anzugewöhnen, der, sag ich mal, sehr sorgenlos ist. Also klar, trägst du bei, dass das Leben dann vielleicht ein bisschen angenehmer wird. Aber klar, muss es halt nicht zwangsweise heißen, dass man gar keine Probleme mehr hatte und dass man das Leben durchgespielt hat und dass man sich nie wieder Gedanken drum machen muss, glücklich zu sein, weil es von alleine passiert und so. Also man kann auch mit Geld sehr, sehr unglücklich sein. Gibt ja genügend Stars, die viel erreicht haben und trotzdem sich umgebracht haben, weil sie einfach mit der Szene nicht klarkamen und mit dem Neid anderer Menschen und bestimmt auch, weil sie so abgezockt wurden von vielen Seiten und kein Mensch mehr wirklich sie als Mensch wahrnimmt, sondern noch als Geldsack auf Beinen und jeder einen ausnehmen möchte und so. Das kann schon auch krass sein manchmal, glaube ich. Das unterschätzt man total. So, man denkt sich immer so, boah, Alter, wenn man der Rapper ist oder der Sänger oder der DJ oder der YouTuber ist, dann hat man ja voll das coole Leben. Aber ja, wer weiß. So, schauen wir da. So eine Dankeschön fürs Bitte, sehr lieb. Gute Idee. Ich habe den anderen Leuten, die hergekommen sind, gesagt, hey, das ist gerade nicht so eine gute Idee. Ich habe mir professionellerweise das Game noch nicht runtergeladen. Hast du das Game überhaupt also? Schon runtergeladen? Weil das geht ganz fix. Wie ich ja, das geht wirklich sehr schnell. Nicht Omega Lul. Shut the f*** up, Fabi. Stell dir vor, du pennst einfach, voll Tiefschlaf und wachst durch einen brutalen Schlag in die Fresse auf. Yeah. I like it, KG. Wo bin ich? Was ich kenne, ist Tiefschlaf und dann hast du das Gefühl, du bist irgendwo runterfallen. Bist dann so... Voll geil, Carina redet in der Nacht immer, das ist auch voll witzig. Muss ich fast mal ein paar Storys erzählen. Der sieht auch ein bisschen aus wie Trimax, ey. Arsch, Alter! Du siehst aus wie Trimax. Oh, du bist voll. Was? Alter! Der sieht auch ein bisschen aus wie Trimax, ey. Arsch, Alter! Du siehst aus wie Trimax. Oh, du bist voll. Du! Okay. Aber du kannst das, ne? Ja, ich hab das schon mal gemacht. Strommast. Oh. Vorsicht! Ja, das ist immer. Ja. So, man sieht schon so, es wird passieren, man kann nichts, man kann es nicht mehr verhindern. Oha, das sind so Dinos. Ich check nicht, also, gut, hier verlabert sich mal, aber Dinos? Das ist doch Hund, das ist halt ein Känguru, oder nicht?
Das war ein Eisbär, war der Spaß. Oha, das sind so Dinos. Ernsthaft, Kevin, auf der Wii? Es ist aber nicht actually ein Ordner. Warte, habe ich ihn gelöscht inzwischen? Okay, okay. Ey, ey, hallo. Löffeln? Ah, oh, Pornos? Was ist da drinnen? Micro schafft das. Einwechseln. Komm schon, Micro. Oh, ich bin geschwächt. Tot. Ich will der Allerbeste sein. Der beste Stream-Sniper jemals. Wer ist es? Digga, wer macht denn hier den Alu-Akbar-Song? Wo ist denn der, Digga? Du musst SRG, weißt du? Ja, ne? Hörst du das? Digga, der muss doch oben auf dem Dach sein. Da ist er doch, guck mal hier. When you try your best, but you don't succeed. Ohne Scheiß, ich lieb Stream Sniper. Mach mal Musik aus, mach mal Musik aus. Gib mir alle deine Klamotten, sofort. Sonst gibt's einen Headshot. Ich hab's ihnen gesagt, Klamotten aus. Wollte er nicht. Was sagt ich muss sagen, ich hab grad nur die Hälfte gecheckt. Rust war das, glaube ich, oder? Was für ein Spiel war das? Was wir gerade gespielt haben? Ich hab's nicht gecheckt. Da. Super Mario Speedrun macht der Papa da auch, oder wie? Der eins ist ein weiser Mann. Oh, ach, das war mein Arsch. Geh ihm nicht zu nah, Max, sonst one-hitted er dich instant. Okay, nicht zu nah. Das ist der einzige Spoiler, den ich jetzt habe. Schieß instant auf den Kopf, alles was läuft. Aber nicht da, ich sag doch, geh nicht zu ihm. Gut, aber... wie kann er Bowser hochheben? Das hab ich auch früher auch gefragt, so... Ich weiß auch, damals hab das Spiel gezockt, da war ich, sechs, sieben Jahre alt. Man kam es raus, 1997. Und da war es auch so wie besiegt man Bowser. Und dann habe ich einen Lösungsheft nachgeschaut. Du musst deinen Schwanz packen. Und dann hab ich es gemacht und war so, Alter, der Mario, der kann nicht mal eine Bombe weit werfen. Aber plötzlich kann er einen Bowser packen und durch die Gegend schmeißen. Das geht mit dem Typen ab, ey. Wiegt Bowser gar nichts oder ist Mario so kräftig? Bestand. Wie alt bist du? Alban. Wie alt, ja? hey yo, one on the left, you're fucking beautiful. My left. Pokémon Opening mit One of the Trimix hier. Trimix. Einfach kaputt gemacht. Was? Was? Das kann nicht sein! Du spuckst! Hör auf zu spucken! Da, komm! Hat der echt Pokémon-Karten zerrissen? Manchmal frage ich mich echt, ob Max auf den Kopf gefallen ist. Also ich frage mich manchmal, ob es auch ein bisschen mit Absicht macht, so. Ein bisschen loster sein, als er eigentlich wirklich ist. Dafür liebt ja jeder den Trimax. Das ist also ein bisschen so der süße, freundliche, verplante Boy ist so. Ich glaube, Trimax hat einfach mit niemandem Beef. So, der hat einfach kein Beef in seinen ganzen Nintendo-Karriere bisher gehabt. So, es gibt keinen Streamer, den er nicht mag, oder? Hat der das nicht gemacht, um zu testen, ob die echt sind? Oha. Der macht's gut! Holy shit, der macht's gut! Junge, der macht's richtig gut! Im Gegensatz zu seinem Friseur, der macht's nicht so gut. Ich muss sagen, kennt ihr noch Tabaluga, diese Show, wo am Ende diese Eisfläche war, wo man sich den Weg merken musste? Als Kind hat man immer zugeguckt und war so, das ist ja übel easy, ich würde da voll abräumen, so, aber ich glaube, weil man als Zuschauer diese Vogelperspektive hatte, währenddessen die Kinder halt da so dastehen und drauf gucken und sich den Weg so merken mussten und dann sind ja gewissen, am Ende sind die halt voll so, ach du Scheiße, jetzt bin ich mir unsicher langsam. Arbeitest du hier?
Was machst du da am Laptop? Das, die reden Frauen mit mir, Alter. Was? Bisher erste Eindruck noch der normalste, aber kann sich auch ganz schnell ändern. Ja. Hatte ich einen guten Riecher? Nein, hast du nicht, denn in welcher Welt sind tanzende Männer nicht normal? Das ist doch nicht Papa Platte, oder? Das ist er? Hä? Nein, doch, er hat Tanz studiert. Was? Der Typ? Kranker Boy. Aber Leute, ich war ja auch mal Standard Latein, habe ich früher getanzt. Und wollte sogar mal mit dem Turnier anfangen, hab aber nicht gemacht, weil Turniertanzen, nee, du, gar keinen Bock drauf. Aber falls einer von euch sagt so, hey, irgendwie, also zu Corona-Zeiten geht es natürlich eh nicht, aber nach Corona-Zeiten eines Tages so, yo, irgendwie, weiß nicht, ich hab einfach nicht so viel Kontakt zu anderen Leuten und irgendwie fällt es mir schwer, Freundschaften aufzubauen und generell Frauen kennenlernen ist auch nicht so mein Ding und so weiter. Tanzen ist zwar gar nicht schlecht, so Partnertanz, weil irgendwie, ich hab's damals gemacht. Und erstens habe ich den Eindruck, wenn Männer tanzen können, ist das bei für viele Mädels ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Also, man, der sagt immer, es ist eine gemahte Wiesen, sagt er immer auf Bayerisch so, weil einfach, ja, ist cool, wenn Männer sowas können. Und kann die schaden, natürlich auch so wie Abschlussbälle oder wenn du generell mal auf irgendwas eingeladen wirst, dass du ein bisschen tanzen kannst und so. Ich bin voll schlecht im Tanzen. Klar, muss natürlich lernen, so Tanzkurse machen. Und was sehr, sehr. Was viele nicht wissen, ist, so Partnertanz baut nicht darauf auf, dass dir irgendein Typ sagt oder irgendeine Frau dir erklärt, wie du dich bewegen musst, dass es gut aussieht oder so, sondern tatsächlich sind Tänze nach einem richtigen Regelwerk aufgebaut. Also jeder Song hat einen gewissen Takt und gibt verschiedene Tänze zu Musik und da hast du eben genau die richtigen Schritte zu machen und es gibt einen Grundschritt, den lernst du und dann wird das Ganze mit Figuren erweitert und kannst dann immer mehr Figuren und immer mehr Sachen so, der Herr führt die Dame dann und macht eine Drehung oder macht eine, keine Ahnung, so die ganzen Figuren, wie heißt das, alles schon vergessen, schon so lange her, 2010 war das, wo ich getanzt habe, nee, 2008 war das, Alter, ich bin langsam ganz schön alt, egal, aber das ist, ja, kann ich Ihnen nur raten, das ist eine coole Sache, da lernt man Menschen kennen, hat man Spaß, macht auch Selbstbewusstsein, finde ich eine gute Sache, viel besser als trainieren gehen, sich den Arsch für Muskeln Wund scheuern und dann hast du Muskeln und bist genau so ein unselbstbewusster, schüchterner Mensch wie vorher, hast bloß Muskeln jetzt. Also ich bin der Meinung, dass so mit Menschen in Kontakt kommen, sich austauschen, viel quatschen, dass das am besten voranbringt. Egal. Dankeschön an Hungriger Hugo für dieses lustige, süße Video. Ich finde nicht, es komisch ist, zu tanzen als Mann. Obwohl, ich muss sagen, die Performance des Aufwärmens sah sehr lustig aus. Ich gebe mal ein Like und Dankeschön für dieses geile Video. Hungriger Hugo könnt ihr abchecken. Kommen hier ein paar lustige Sachen raus. Ist ein cooler Kanal, definitiv. Da bis dann. Juhu!